Wir sind hier in Hundwil, Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Es regnet und wir haben hier unsere erste Bundesrätin, Elisabeth Kopp. Hier ist sie allein, sehr allein, immerhin mit Blumen. Das ist nach ihrer vorzeitigen Abwahl 1989. Sie ist doch nicht abgewählt worden, sondern einfach unter Druck gedrückt. Sie hat ihrem Mann so Infos gesteckt. Ja, Hans-Weg Kopp, da gibt es ja noch die berühmte Fudi-Tetsch-Affäre. Wie geht die berühmte Fudi-Tetsch-Affäre? Ja, das ist einfach irgendwie so seine Sekretärin, die so irgendwie scheinbar so Hang zum Fudi-Tetsch hatte.